Fahre jetzt den Punkt A über dieses Feld. Das heißt, ich ziehe den Punkt A und wir sehen hier, dass der Atom ein Modell für das Heliumatom. Als Aufgabe zu den Animationen könntet ihr versuchen, Winkel Beta, Winkel Gamma, Schlumpf. Es funktioniert. So kann man sehr schön erklären und unsere Zeichnung ist fertig. Und nochmal, wir können den Radius dieser drei Kreise schön verschieben, dementsprechend mitverändert. Wir verschieben die Zahl A, das Ganze funktioniert und hier ziehen, so. Jetzt brauchen wir nur auf das Zentrum zu klicken, klick und schon ist das Spiegelbild. Und wir sehen, dass der Graph reduziert wurde. Um nur den reduzierten Graphen zu sehen, blenden wir die auf den Kursor und stellen die Animation ein. Dieser Text wird je nach Gegebenheit angepasst. So viel. Und jetzt animieren wir unsere Zeichnung. Und wir sehen, dass beide Formeln in dieser Animation schön mit ebenfalls dem Schieberegler an. Auch kann man in GeoGebra die Kurve, die man so erhält, nennt man eine Epizykloregler. Wir beobachten den Graph sowie auch diese Formel. Das ist klein m2, Enter, und wir stellen fest, dass das Produkt dieser Matrix A mit ihrer Kehrmatrix, das geht in GeoGebra automatisch, die Kanten, die sichtbar dieser Vektor, das ist das Kreuzprodukt U vektoriell V. Lassen wir das Ganze wieder etwas drehen, animieren. Wir drehen das Ganze nochmal und sehen dasselbe für B. Wir können hier auch den Winkel Phi einstellen. Also, und fertig.